Guten Morgen. Es ist doch immer wieder aufbauend, wenn nach einem so chaotischen Tag wie gestern, wo irgendwie alles so voll und doof unten, man morgens noch eine Mail bekommt, so eine Art Mecker-Mail, dass man angeblich irgendwas falsch gemacht hat, was gar nicht der Fall ist. Also, was kann ich mich aufregen? Und wenn dennoch irgendwelche Sachen gemacht werden, wo ich denke so, boah, keine Ahnung von nix, ja, aber erstmal meckern und ey, also manchmal ist da echt. Keine Ahnung. Kriegt man schweren Hals und denkt sich nur so, kann nur besser werden, kann nur besser werden. Vor allem, weil ich die Sachen, die ich gemacht habe, im Auftrag gemacht habe, nicht mehr aus meinem eigenen Mist gewachsen ist und ich so und so machen sollte, was ich auch gemacht habe, und dann, nee, ist aber falsch. Nee, guck mal richtig, das ist alles richtig. Oh. Ey, so wirklich, das ist mega, mega anstrengend, sowas. Naja. Egal. Ich muss doch überlegen, was ziehe ich überhaupt heute an, damit die leichter an meine Schulter nachher rankommen. Oder an meinen Oberarm, wie auch immer. Schulter, Oberarm. Was ist denn das da? Keine Ahnung, ist ja Wurst. Wegen den Peaks. Also habe ich jetzt ein T-Shirt an, wo man die Ärmelchen ganz leicht hochschieben kann. Und eine Jacke. Weil letztes Mal, als ich zu Pieksen war, da war ja noch warm draußen. Da brauchte man sich über sowas keine Gedanken machen. Jetzt schon. Jetzt ist es kalt draußen. Ich muss nachher nur noch gucken, wo wir hin müssen. Daniel sagt, er weiß es. Er war da schon. Und ich denke so, nee, das ist woanders. Naja. Gucken wir mal, ob keiner guckt. Ich bin hundemüde heute. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich weiß nicht. Wenn mir heute mehr anzufangen ist, weiß ich nicht, ob ich jetzt zum Videoschneiden komme. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Das wäre schön. Ich habe ja gestern nicht mal einen Vlog geschnitten. Ich habe gestern nichts schneiden können. War einfach alles so. Ich habe, wie gesagt, nicht mehr alles geschafft, was ich schaffen wollte. Jetzt muss ich mir für den Mittwoch nochmal neue. Ich hasse es, wenn man zwischendurch Freizeit hat und dann nochmal arbeiten muss. Was ist denn das? Da hat man doch keinen Kopf frei. Da denkt man die ganze auf die Uhr. Ich hoffe, dass ich es nur so lange machen muss, wie der Kollege in Elternzeit ist. Danach habe ich darauf keine Lust mehr. Weil das ist mir echt nichts. Ich kann da nicht abschalten. Ich habe keinen Feierabend in dem Sinne. Weil ich die ganze Zeit so blöde Uhr starre und nichts wirklich gebacken bekomme. Keine Ahnung, ob man das irgendwie versteht. Und ich will auch nicht dann später anfangen, ist der ganze Tag ja noch mehr im Eimer. Also, naja, wahrscheinlich mega auf hohem Niveau, ich weiß, aber ist mir egal. Ist mir egal. Ist nicht meine Zeit. Schon gar nicht, wie gesagt, mit ein paar Stündchen Pause dazwischen und dann wieder anfangen. Das einzige Gute ist, dass die lange Pause als Pause gilt und ich somit eigentlich sogar mehr Plus habe, als ich eigentlich hätte. Jo. Und von wegen 6 Minuten. Ja, vielleicht einmal in 10 Jahren oder sowas. Keine Ahnung. So lang geht es ja noch nicht, aber das waren 6 Minuten plus, was er vielleicht meinte. Nicht schön. Bitte, bitte nicht so oft. Ich weiß nicht, ob dieser andere Termin mir lieber wäre, der dann so 2, 3 Stunden geht, aber gleich anknüpft. Und danach ist Feierabend. Oder das jetzt gehört. Das ist nur alle 2 Wochen. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich da nächste Woche bei diesem anderen Kram mit dabei sein soll. Bestimmt. Dass wir halt dann bis mindestens 16 Uhr arbeiten. Gehe ich mal von aus. Nee. Egal. Kann man jetzt nicht ändern. Ich muss jetzt hier durchziehen. Ich muss gleich mal aufgeben, mein nächstes, was jetzt gerade Pling gemacht hat. Ach, und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht heute. Wieder auf den Arm, bitte.
Bis später. Daniel wollte den Fernseher mit männlicher Begleitung oder Hilfe anhängen. Jetzt hängt er. Ich bin also die männliche Hilfe. Und es war sehr. Ich muss den Fuß abbekommen. Das schwere Ding. Ich habe ein bisschen Angst. Gleich knallt es. Nein, ich hoffe nicht. Ich habe in 2 Minuten Pause. Also im Prinzip eigentlich jetzt schon. Und dann noch bis 12 danach arbeiten. Dann ist hier Schicht im Schacht. Dann geht's zum Infolieren. Und vorhin kam eine Mail von dem Buch Berlin für dieses Jahr. Es ist diesmal im September. Auch wegen Corona-Gedöns, weil es ja im letzten Jahr so knapp war, dass es abgesagt wurde. Und ich ja auch schon so Bammel hatte an diesen Tagen. Also diesmal auf September vorverlegt worden, weil da die Zahlen einfach besser waren, letztes Jahr zumindest. Und man hofft ja immer noch, dass es irgendwann ganz aufhört, gell? Und alles wieder so normal wird. Und vielleicht ist es ja bis dann auch schon wieder ganz normal. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt worden. Ich habe noch überall gesehen, alle Freunde, die Buchmesse und Akkreditierung hier. Ich denke mir so, nein, nein, ich gehe nicht auf die Buchmesse. Nicht bei den Zahlen. Und alles, was man... Oh, ja, er hängt noch nicht richtig. Jetzt schon. Ohne Fuß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jedenfalls überall Akkreditierung hier. Alle freuen sich. Und ich denke mir nur so, seid ihr sicher, dass ihr da hin wollt? Seid ihr wirklich sicher? Weil ich war die ganze Zeit doch so übertrieben unsicher, überhaupt mich anzumelden dafür, ja. Davon ganz abgesehen. Und dass ich nicht weiß, mit wem ich... Also gut. Man hätte irgendwie wahrscheinlich organisieren können, hinzufahren, bla bla bla, keine Frage. Aber nein, ich hatte einfach Bammel, ne? Und habe gedacht, naja, macht mal, macht mal. Aber ja, abgesagt. Finde ich richtig so. Genau. Vor allem, weil auch viele Aussteller schon gesagt haben, die kommen nicht, dann bringt es auch nicht viel. Und ja, lasst doch erstmal alles wieder schicki werden, so richtig schicki werden, bevor man dann wirklich irgendwelche Messen macht. Ich hätte mir auch, wäre auch nicht sauber gewesen, wenn die Buchbild abgesagt worden wäre letztes Jahr. Ganz ehrlich. Dann wäre es halt so. Ich habe mich darauf schon eingestellt. Habe bis zum letzten Tag gedacht, okay, die sagen das noch ab. War ja nicht. Und bevor ich den ganzen Kosten verfallen lasse, bin ich ja hingegangen. Und habe nicht abgesagt. Weil sonst wäre ich mit Kosten wahrscheinlich sitzen geblieben. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ne? So. Hier halt was los. Akku leer. So. Muss man denn was zu essen machen? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Spinat mit Ei oder Ofengemüse mache. Kartoffelchen muss ich bei beiden. Wie unschlüssig. Aber ich glaube, ich mache heute Ofengemüse. Es geht irgendwie schneller. Ich schnippel den Ofen fertig. Nicht 3 Sachen auf dem Herd stehen lassen. Genau. So, um Gottes Willen. Ja, was wollte ich sagen? Wo war ich? Vergessen. Ja. Auf jeden Fall bin ich gespannt. Ob es diesmal auch funktioniert. Ich werde mich auf jeden Fall anmelden. Das ist klar. Das ist Fakt. Und Frühbucher bekommen 20% Rabatt. Bis März. Genau. Anmelden auf jeden Fall. Den Rest muss man sehen. Wie es aussieht. Okay. So viel dazu. Ich mache mir jetzt was zu essen und dann noch mal ein halbes Stündchen arbeiten und dann ist für heute Feierabend. Und dann ist nur noch Freitag, wenn es mir gut geht. Wenn die Impfung nicht wieder so blöd ist. Gucken wir mal. Ne? Mein Mittagessen ist fertig. Heute meine etwas andere Gemüsepfanne. Ja, ich bin gespannt, wie es mir schmeckt. Und natürlich nebenbei wird das E-Book gelesen. Daniel wollte jetzt Bauch auf Bauch, aber das ja, passt leider nicht so ganz. Mach's nicht kaputt. Oh Gott. Runterrutscht. Ist gut ausgefüllt, würde ich sagen. Jetzt muss man den Kopf aufsetzen. Der ist eingesprüht gerade. Wer oder was bin ich? Sehe ich jetzt aus wie... Jetzt bist du richtig schwanger. Der Mümmelmann? Bisschen hoch der Bauch, aber sonst? Warum? Findest du?
Nur dann einmal runterhängt oder was? Rutscht die Hose, Mensch. Auch das noch. Lass das mal. Nein. Weiß bestimmt jeder, was ich bin. Natürlich, ganz klar, logisch. Mit einer schönen Weste. Die ja auch gar nicht zu klein ist oder so. Nein, die wärmt. Genau. Die ist gut. Selbstverständlich. Ja. So, wir müssen jetzt zum Boostern. Ja, und tschüss. Und tschüss. Wir sind wieder zu Hause, vollgefressen, nicht wahr? Du nicht? Ich schon. Ich hatte Halloumi im Brot. Lecker. Gar nicht. Ja, war ganz schön voll da im ICC. Ja. Wahnsinnig voll, ne? So voll, dass wir da durchrennen konnten quasi. Nur, dass mit dem Termin nicht ganz funktioniert. Meiner war nicht drin. Du musst es schiefgelaufen. Na egal. Hat er gleich da einen Termin gemacht, war ja so voll, da konnten wir es gleich machen. Jetzt haben wir Sputnik, ne? Das ist ja hinter Peaks. Das heißt nicht Peaks, Upgrade. Upgrade, oh, ja, okay, verzeihung. Wir haben ein Upgrade bekommen. Ein Upgrade, natürlich. Was sich dahinter verbirgt, das müssen wir jetzt noch herausfinden. Ich kann mir jetzt fliegen oder so. Ja, wohl nicht überall treiben. Hm. Ja, mir haben sie ja Lachfleisch gespritzt, hast du gesagt, ne? Siehst du? Weil ich hab so laut gelacht, dass man das überall gehört hat, meinte er. Er war ein paar Kabinen weiter als ich. Ja, in der ganzen Halle hört man sie quieken. Ich hab halt die Augen zugemacht beim Pieksen und hatte dann die ganze Zeit die Augen zu. Und da sagte ich, muss man endlich mal fertig sein. Ja, die war schon längst fertig, hat aber den Pieks immer noch gemerkt. Ah ja, mein Gott. Passiert halt, ne? Wenigstens war sie nett, die waren immer alle nett. Und ich war sehr nett. Genau, und jetzt werde ich erstmal eine Runde Schloss Einstein gucken. Ich habe mir schon mal einen Kaffee gemacht. Den hatte ich ja noch nicht gesagt gleich. Es war schon 4:45, meine Güte. Aber wir haben ja schon eine halbe Stunde zu Hause. Uiui. Nur die S-Bahn, U-Bahn danach war voll, logischerweise. Hin ging noch, zurück war dann voll. Naja. Egal. So. Jetzt mal hier. Gucken. Ich freue mich auf die Folge für heute. Ich hoffe, dass da was Bestimmtes weitergeht. Es sind immer verschiedene Protagonisten. Ja, und dann gibt es immer eine ganz kleine Pause mit den Protagonisten. Dann gibt es wieder und ja, Handlungsstränge und sowas. Genau, Handlungsstränge könnte man sagen. Bin völlig durchwirkt schon. Okay, noch merke ich nichts. Mal gucken, kommt wahrscheinlich erst später. Kommt ja immer erst später. Und sie meinte, es kann wieder sein, dass es mir wieder am nächsten Tag nicht gut geht. Kann man halt nicht wissen. Wir werden es morgen feststellen. Okay. Dann gucke ich jetzt schon alles her und trinke meinen Kaffee. Ja. Ich bin nur bis zum Vorspann gekommen. Noch nicht mal ganz zu Ende. Kein Internet. Komplett Matschepampe. Das habe ich nochmal ausgemacht. Wir müssen dann morgen unbedingt anrufen. Der Telefon fällt ja auch ständig aus. Irgendwas stimmt mit der Fritzbox anscheinend nicht. Weil angeblich ist keine Störung und nix. Und bei uns stürzt die ganze Zeit. Irgendwas ist da nicht richtig. Und mein Video wollte ich auch holen, also den Vloggy. Das Outtake-Video ist ja schon online. Hab's jetzt zum Glück geschafft. Aber der Vlog ist auch schon geschnitten. Aber ich noch nicht hochgeladen. Stimmt mir. Und dann stand da auch so 2 Stunden 49. Steht immer noch da, das ist ja klar. Ich hab's ja rausgemacht, aber. War ein bisschen lang, so lange halt schlage ich nicht mehr. Von daher, nee, da ist irgendwas nicht richtig. Ist wieder angemacht. Immer noch nichts. Gucken wir mal. Ich habe mich gerade auf die Folge gefreut, Manu. Doof. Ganz doll doof. Na, guck. Ich hoffe, es geht gleich wieder. Wisst ihr, was ich gerade total genial finde? Dass ich euch alle mit meinen Büchern anstecke, die ich gerade lese. Oh, aber wirklich so extrem, Sekunde Licht. So extrem hatte ich es irgendwie, glaube ich, noch nie gehabt. Sekunde, ich muss mal kurz mal gucken. Muss ich gleich antworten? Ja, ist total witzig. Dumbledore Academy
Warcross. Und ich meine, Warcross ist ja schon eine Weile draußen. Ne? Das ist ja schon alt, wenn man so will. Flüsterwald. Was war noch? Ich weiß gerade nicht. War noch was? Ich glaube, das war erstmal alles. Aber wirklich, irgendwie von allen Seiten kriege ich die Nachricht. Ah, ich habe so viele Dinge gekauft. Ich mir so, oh. Das hatte ich. Das war vorher nie so der Fall. Oder er ist mir nicht mitgeteilt. Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Aber ja, finde ich großartig. Ich lese heute immer noch hier drin. Im Abschnitt für heute. Ich habe noch knapp 30 Seiten. Wir haben schon 8. Werde ich schnell nicht mehr schaffen. Ich werde nachher auf jeden Fall nochmal in Ohne Ausweg lesen. Ich weiß gar nicht. Ich bin irgendwann. Ich habe gestern definitiv. Nein! Nein, mein neues Lesezeichen ist kaputt. Oh, es ist kaputt. Guck mal. Oh, wie böse. Ich kann da nicht irgendwas reparieren. Oh, das ist ja fies. Das ist eins von den ganz neuen, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Das ist der. Hallo. So. Check ist ärgerlich. Ja, jedenfalls bin ich gestern eingeschlafen. Ich habe nur ein Kapitel gelesen. Aber mir fielen schon die Augen zu. Ich glaube, war 9:30 oder so. Aber naja. Dann gucken wir, wie weit ich heute komme. Wenn es wieder ein Kapitel ist, ist auch in Ordnung. Aber erstmal lese ich noch Eva. Und Eva ist bis jetzt richtig gut. Richtig gut. Allein diese, die Regierung und wie die Frauen da einfach mal nichts sind, sozusagen. Das ist schon heftig. Ich bin echt gespannt, wie sie entwickelt. Es gibt gerade eine Rebellion, beziehungsweise die wird gerade immer größer. Und ja. Bis jetzt finde ich es sehr, sehr, sehr gut. Der Schreibstil ist prima. Und eventuell habe ich mich auch mit ihr wieder zur Buch Berlin angemeldet heute. Das heißt, wenn ihr Eva lesen wollt, kommt zur Buch Berlin, kauft euch das Buch da, signiert und so. Und den zweiten Band Eva gleich mit. Eva. Martha gleich mit. Spätestens in der Buch Berlin werde ich mir auch Martha zulegen. Das steht hier schon mal fest. Genau. So, jetzt beantworte ich hier Nachrichten und lese weiter.